Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten App-Review und zwar mit Alien Space. So, was haben wir hier? Sowas wie Luxador. Beziehungsweise müssen wir hier uns einfach erstmal durchkämpfen und müssen hier uns die verschiedensten Gates und Türen ansehen, wie man denn hier ins Ziel kommt. So, wir sind gerade in Level Nummer 2 direkt drin. Level Nummer 1 haben wir schon direkt hinter uns gelassen, weil das wirklich sehr einfach war. So, und wir gucken mal direkt, was man jetzt hier so machen könnte. Ach so, halt, hier müssen wir einen Zahlencode eingeben und zwar die 1354. Okay, 1354. Wie man drauf kommt, ganz einfach oben von den Würfeln die einzelnen Zahlen ablesen und dann ist man direkt schon drin, sammelt irgendwelche Fragmentstücke ein hier und wenn man die drinne hat, geht man ins Alien Space. So, dann haben wir das Ganze schon mal durch. Hier wird es schon wieder deutlich komplizierter. Wahrscheinlich müssen wir hier mit dem... Nee, müssen wir doch nicht. Ich dachte, mit dem G-Sensor müssen wir arbeiten. Ach so, was haben wir jetzt? Ach so, wir müssen einfach das Ding einsammeln, das da drüben draufstecken, um dann den Mechanismus zu drehen. Okay, und gehen wieder direkt durch die nächste Tür. Level Nummer 4 ist abgeschlossen. Hier müsste entweder das... Nee, der Gleichgewichtssensor hat damit nichts zu tun. Irgendwas müssen wir hier machen. Aber was? Ist das hier oben? Kann man hier was drücken? Was habe ich überhaupt im Koffer? Wofür ist der Koffer überhaupt? Bringt mich hier gar nicht so weiter. Nee? Also ich würde ja sagen, dass es theoretisch eigentlich mit dem G-Sensor zusammenhängt, aber irgendwie scheint der hier entweder nicht anzuspringen oder er ist dafür nicht verantwortlich. Was ist da los? Na nun? Geht nicht? Ah, shit, jetzt bin ich mal rausgegangen. Das wollte ich doch gar nicht. Level... Achso, Level Nummer... Ach, hier unten geht's los. Level Nummer 1, siehst du, Level Nummer 5. Gehen wir nochmal direkt rein hier. Na nun. Also ich würde ja sagen, da müsste man das eigentlich nach links runterrollen lassen, beziehungsweise nach rechts. Dann würde dieser Stein verschwinden, um dann die Kugel hier oben runter zu lösen. Aber das scheint nicht gewollt zu sein. Was ist das hier oben? Unblock me? Ne, wir wollen nichts unblocken. Wir wollen auch eigentlich keine Ingame-Werbung haben. Was ist das jetzt hier oben für ein Zeichen? Achso, das sind die ganzen anderen Apps, die man auch nochmal probieren könnte. Und unten hier ist die Werbung drin. Tja, interessiert uns allerdings gar nicht, weil irgendwas... Muss ich schütteln? Ja, alles klar. Man muss einfach nur schütteln, dann reicht es schon. Und jetzt müssen wir uns den Schlüssel aufnehmen und wahrscheinlich irgendwas anderes noch. Nanu. Ach so, wir müssen einfach nur mit dem Schlüssel auf die Tür drauf gehen, Fragmentstück wieder einsammeln und direkt durchs Alien Space. Ab ins Alien Space oder Stargate, wie man es hier so schön nennt. Ja, und dann kicken wir mal, was hier so ankommt. Ist das hier ein Ölfass? Und 1, 3? Ach, ist ja überhaupt nicht dämlich gemacht, oder? So, 1, 3, 5 und das ist die 10. 1, 3, 5, 10. Was ist denn das hier? 1, 3, 5, 10, 10, was ist die 10? Achso, das ist die 10, alles klar. Ab zur Seite mit dem Ölfass, hätte man ja auch ein bisschen schwerer machen können. Also ich war es gewohnt, dass die anderen türkniffligen Spiele etwas komplizierter sind. Was ist das hier für ein Ding? Ist das hier ein Magnet? Ah, alles klar, Strom läuft, Magnet ist dabei. Und nu? Achso, da ist der Schlüssel drin, der Dinne. Naja, wunderbar, dann gehen wir direkt durchs nächste Alien Space. Das ist jetzt Nummer 7 gewesen. Das ist auch wirklich gut. Wenn es hier wahrscheinlich 100 Level gibt, muss man ja auch erstmal leicht anfangen können. Das wäre ja sonst echt ärgerlich. Was ist das hier? Die Kugel? Alles klar. Hier war es ganz eindeutig. Hier musste man den Sensor aktivieren. Sieht man ja auch. Und nu? Und wahrscheinlich muss ich hier beide. Oder was? Oder muss ich? Nee, schütteln hat keinen Zweck. Das ist schon deutlich komplizierter, weil wir jetzt hier irgendwas machen müssen. Aber weder in der richtigen Reihenfolge. Wir müssen irgendwas machen, ja, aber was? Hä? Das. Vielleicht einmal so rum. Auch nicht.
Die Lampen leuchten zwar auf, aber so richtig bringt es mich nicht weiter. Und was soll das jetzt? Kann ich jetzt hier irgendwie die Tür aufmachen auf der Seite oder auf der? Nein. Kann ich auch nicht. Kann ich hoch? Kann ich runterziehen? Kann ich auch nicht. Hä? Wie jetzt? Muss hier irgendwas über Kreuz ziehen? Irgendwas so hoch? Irgendwas runter? Ich weiß es wirklich nicht. Tja, das ist natürlich etwas komplizierter. Und an der Stelle muss ich auch ganz mal ehrlich sagen, bin ich komplett überfordert, weil ich nicht weiß, was soll das denn? Zumal das... Ach so! Nee, warte mal, hier dieser blaue Balken. Irgendwas ist da. Dieser blaue Balken hat sich doch eben bewegt. Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, nu. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ich glaube, dass dieses Ding hier zusammengeschrumpft ist. Aber ich glaube nur. Oder was? Kann man schütteln, wie man will, passiert auch nichts weiter. Immer noch nicht. Es piept halt nur, als wenn man hier bei der Kassiererin irgendwas über die Kasse schleift, aber was auch immer das hier sein soll, ich habe keine Ahnung. Tja, und da bleibt mir eigentlich bloß eins zu sagen, während ich das hier noch weiter probiere, ist die App natürlich kostenlos im Play Store erhältlich und den Link findet ihr natürlich wie gewohnt in der Beschreibung bei mir. Und ich habe keine Ahnung, was das hier bedeuten soll, ob ich jetzt hier irgendwas ausmessen soll, soll ich hier die Mitte direkt halten oder was? Na, was ist denn das? Nur beweg dich doch. Nee, keine Reaktion. Probiert es einfach mal selber aus und wenn ihr es rausgefunden habt, schreibt in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.